sind hier im Valley, Maci Areal. Wir sind hier zum Mike und haben ihm seine revisierte Uhr wieder zurückgebracht, die er vorbeigebracht hat. Die haben wir jetzt ausgeliefert. Das ist ein Teil des Kundenservice. Und ja, gehört dazu. Macht Spass. Das ehemalige Maci Areal. Wir wandeln das jetzt umwandeln zu einer neuen, spannenden Veranstaltung und Arbeitsort mit dem Brand The Valley. Vor 15 Jahren hat er seine erste Uhr bei uns gekauft. Und es ist schön, alte Kunden mal in ihrem Zuhause zu besuchen. Ja, den Massimo und den Leo kenne ich jetzt auch schon ein Zeitchen. Als ich meine Uhr gekauft habe, vor rund 15 Jahren, da waren sie noch kleine Jungs. Da hatte ich vor allem mit ihrem Vater zu tun, mit dem Daniel. Und es ist total lässig, wie sie jetzt in das Geschäft hineingewachsen sind. Der erste Eindruck, wenn du so reinkommst, natürlich mit all diesen coolen Autos als Mann, ist mir gerade irgendwie ein Traum. Das ist mega cool, mega coole Autos. Von dem her ja, ist es natürlich cool, wenn du auch noch eine Uhr ausliefern kannst und dann noch die ganzen Autos kannst anschauen kannst. Der Stefan bringt sich immer mehr ein und wir sind eigentlich sehr stolz, ihn dabei zu haben. Er bringt auch immer neue Ideen. Und es ist auch cool, mit ihm irgendwo aufzutauchen und mit ihm dann auch so Kollaps besprechen, schauen, was er dazu meint. Die Leute reagieren natürlich auch ganz anders, wenn wir zusammenkommen. Also ist ja klar, für alle außerhalb ist er eigentlich unser Ambassador, aber für uns ist er natürlich viel mehr als ein Ambassador. Er ist ein Intern, also es geht auch wirklich darum, dass er etwas lernt, dass er Freude hat. Zurzeit haben wir eine Big Banger-Ausstellung. Das sind ältere Rennfahrzeuge, wo man auch in der Schweiz Rennen gefahren ist. Und das wird jetzt im Laufe des Jahres weitergehen. Ausstellungen in der Halle, aber auch von außen. Zum Beispiel die Older Classics, die dann im Juni stattfinden. Gut, Michi ist sehr ein offener, sehr ein lustiger. Wirklich uns gerade auch was zeigt. Es ist nicht selbstverständlich, dass wenn du ausliefern ist, dass er dir auch gerade noch seinen Arbeitsplatz zeigt und die ganzen Autos vorstellt. Und sogar dürfen mit dem Auto fahren. Das ist eigentlich eine Traumlocation. Wir denken auch darüber nach. Nächstes Jahr haben wir unser 25-Jährigen, was für uns als junge Uhrenbrand natürlich etwas mega Cooles ist. Und da denken wir jetzt schon daran, da anzukommen, weil ja, wir fühlen uns da zuhause. Und es passt super gut. Mechanische Uhren mit mechanischen Autos, das ist einfach One-to-One. Das führt zueinander und das ergänzt sich auch gut. Maurice de Mauriac und der Valley würden zusammenpassen, aus dem Grund, weil beide ähnlich sind. Jung, sportlich, Uhrenautos passen immer zusammen. Von dem her glaube ich, dass das sehr, sehr gut zusammenpasst. Ja.